Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der MGT News. Unsere Themen sind heute: Zinedine Zidane macht sich mit Real Madrid unsterblich, die Bundesliga hat die krassesten Fans und wer wird neuer Trainer bei mir? Hobby. Starten wir durch direkt mit dem ersten Thema, das euch alle am meisten interessieren dürfte, denn gestern Abend war das Champions League Finale in Cardiff für die Saison 2016-2017 zwischen dem italienischen Meister Juventus Turin und dem spanischen Meister Real Madrid. Im Vorfeld wurde viel darüber diskutiert, wem man denn den Sieg mehr gönnen würde, und die meisten haben sich dabei für Juventus Turin entschieden, weil Gianluigi Buffon dann vielleicht letztes Champions League Finale gespielt hat im Alter von 39 Jahren. Auf der anderen Seite natürlich gerade der deutsche Toni Kroos im Fokus, dazu aber auch Cristiano Ronaldo, der ja bereits wieder um die Ballon d'Or oder um den Ballon d'Or kämpft, mit Lionel Messi dauerhaft in diesem Zweikampf sich um den Titel befindet und gestern mal wieder die große Chance hat, in einem großen Spiel auf großer Bühne zu überzeugen. Hat er das getan? Ich denke mal schon. Allgemein ist viel geredet worden um dieses Spiel. Natürlich gab es die Diskussion darüber, dass in Cardiff das Dach geschlossen wurde vom Nationalstadion aufgrund von Angst von Drohnenangriffen. Dazu war allgemein die Stimmung ein bisschen bedrückt. Gestern Abend gab es ja auch den nächsten Terroranschlag in London. Doch Cardiff blieb Gott sei Dank verschont und dementsprechend war die Show der Black Eyed Peas zur Eröffnung ja nicht so schlecht, wie sie hätte sein können. Allerdings trotzdem auch nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war relativ froh, als das Spiel dann losging. Ich denke mal, viele von euch aus. Und es ging relativ gut los für Juventus Turin, die in der Anfangsphase deutlich bessere Team waren und auch die erste dicke Chance hat mit dem Fernschuss von Miralem Pjanic, den allerdings Keylor Navas gut halten konnte. Die große Problematik bei Real Madrid ist dieses Jahr für jeden Gegner von Real Madrid, dass sie in der Anfangsphase entweder komplett einen auf Turbo machen und dann im Verlauf des Spiels so ein bisschen einbrechen oder dass sie in der Anfangsphase relativ schwach sind und dann irgendwann den Turbo einschalten. Ich hatte das auf Twitter gepostet, checkt das gerne aus, Link in der Videobeschreibung. Und da habe ich gesagt, irgendwann wird Real den Motor umlegen und das Offensivmonster wird zum Vorschein kommen. Damit habe ich nichts wegen Cristiano Ronaldo gemeint, allerdings in gewisser Weise auch, und genau das ist passiert. Ronaldo mit einem Ball auf Carvajal auf die Außenbahn, der legt zurück und Ronaldo zieht ab, Bonucci fälscht unglücklich ab, Buffon hat keine Chance und es steht 1-0. Da sieht man wieder die Klasse von Cristiano Ronaldo und auch den Grund, warum ich ihn momentan immer krasser finde. Denn auch Stefan Effenberg hat später im aktuellen Sportstudio gesagt, vor einigen Jahren hätte er den Ball wahrscheinlich dann nicht quer gespielt, sondern es auf eigene Faust versucht. Er spielt diesmal quer, kriegt den Ball zurück und macht das Tor. Und das ist bei Ronaldo beeindruckend, denn in den letzten Monaten, er hat sein Tempo verloren, er wird immer älter, 32 Jahre ist ein heftiges Alter schon für einen Fußballer. Und einige haben in dem Alter auch schon ihre Karriere beendet. Aber Ronaldo denkt noch gar nicht daran, weil er immer noch ein Spitzenathlet ist. Und das hat man wieder gesehen. Ja? In dieser Situation legt er den Ball raus. Er nimmt seinen Mitspieler mit. Er wird uneigensinniger. Das merkt man, aber er bleibt genauso erfolgreich. Wie ein guter Wein reift er im Alter. Früher war er das schnelle Speedmonster. Jetzt ist er der Teamspieler so ein bisschen mehr geworden. Und das haben wir noch im weiteren Spielverlauf gesehen. Dass er ein Speedmonster ist, vor allem bei seinem Treffer zum 3-1. Vorher aber der wunderschöne Ausgleich von Mario Mandzukic. Klasse Fallrückzieher. Keylor Navas kann nichts machen. Ist halt einfach ein bisschen zu klein. Und da bleibt auch weiterhin die Frage, bleibt er bei Real Madrid? Vielleicht war es sein letztes Spiel als Stammkeeper der Madrilen. Allerdings kann er bei diesem Treffer nichts machen. Jedoch hat Real nach der Halbzeit direkt eine relativ schnelle Antwort gefunden. Und zwar über, Überraschung, Überraschung, nicht Cristiano Ronaldo. Das ist ein wichtiger Punkt. Allerdings war er beteiligt. Denn sein Ball, beziehungsweise der Ball, der zu ihm in die Spitze gespielt wurde, Kolt zurück und Casemiro denkt sich aus 30 Metern, ich hau mal einen drauf. Haut drauf, wieder abgefälscht, Buffon kann nichts machen, ganz eklige Flugbahn und dabei schlägt in der linken unteren Ecke ein, 2-1 für Real. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt wird Real, glaube ich, nicht mehr einbrechen, sie dürfen jetzt nicht einfach in Konzentration hochhalten und dann werdet ihr jetzt direkt die Entscheidung herbeiführen und genau das ist passiert. Modric, der gestern unglaublich gutes Spiel gemacht hat, mit der Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, Doppelpass mit Carvajal, der auch ein starkes Spiel gemacht hat, Flanke auf den ersten Pfosten und da haben wir die Spritzigkeit von Ronaldo und der macht das 3-1 und damit die Entscheidung. Juve in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr präsent gewesen, gar keine Chance mehr gehabt und am Ende wurden sie noch von Marcelo gedemütigt, der auf der Außenbahn einfach komplett den Gegner nass macht, an der Grundlinie lang geht, den Ball im Rückraum spielt und da steht Marco Asensio, der Liebling der Fans, der eingewechselte Joker, der sein erstes Champions League Finale spielt und macht das 4-1. Die endgültige Entscheidung, der endgültigen Knockout-Blow und das war's dann. Real Madrid ist das erste Team, das auch dank der Genialität von Zinedine Zidane zweimal hintereinander die Champions League holt. Der Mann ist ein Weltfußballer gewesen. Der Mann ist der beste Fußballer der Geschichte für mich, wird Trainer, anderthalb Jahre ist er Coach bei Real Madrid, holt zweimal die Champions League und die Meisterschaft. Das ist beeindruckend, das ist heftig und er hat sich damit unsterblich gemacht. Genauso wie auch viele andere der Spieler, denn zweimal die Champions League gewinnen hat bisher niemand geschafft, war wie so ein Fluch, den keiner bezwingen konnte, aber jetzt ist der Fluch bezwungen und dementsprechend Glückwunsch an Real Madrid. Klasse Kampf auf der anderen Seite von Juventus Turin, natürlich ganz, ganz bitter, dass sie es nicht geschafft haben für Buffon, aber so ist Fußball und Real war gestern Abend das bessere Team.
Eine Szene gab es natürlich noch, die relativ hoch diskutiert wurde, und zwar ist das der Tritt von, oder der Schubser, ja, man weiß nicht so genau, ich habe die Wiederholung nicht gesehen, aber irgendwas war wohl am Fuß, von Juan Cuadrado gegen Sergio Ramos. Allgemein hat Juve teilweise recht dreckig gespielt, Real aber auch. Ein Fairplay-Preis hätte gestern keiner verdient gehabt von den beiden Mannschaften. Allerdings, Ramos erst recht nicht, lässt sich da unnötig fallen, hat sich ja so ein bisschen provozieren lassen, der Cuadrado. Trotzdem in meinen Augen eine dumme Aktion von Ramos, kann man im Endeffekt nichts machen. Cuadrado blieb gelb-rot vom Platz. Im Endeffekt war es da aber schon egal, weil Juve sowieso gar keine Chance hatte. Trotzdem muss man sagen, muss nicht sein, Ramos sollte mit sowas aufhören. Hat sich damit unbeliebt gemacht, mir war es in dem Moment egal. Und ja, das liegt aber auch natürlich daran, dass ich Sympathien für Madrid habe. Trotzdem definitiv nicht cool. Kommen wir zum zweiten Thema, und zwar die Bundesliga. Ja, wir gehen weg von der Champions League und kommen zu den Zahlen der Bundesliga für dieses Jahr, was die Zuschauer angeht. Es wurden die 40 meistbesuchten Stadien der Bundesliga aufgelistet, beziehungsweise des deutschen Fußballs auf Tabellenplatz oder Platz Nummer 1. Natürlich der BVB, allerdings nicht mit 100%iger Auslastung, wahrscheinlich weil die Süd ja für ein Spiel gesperrt war. Dahinter der FC Bayern München mit 75.000 und 100%iger Auslastung. Allerdings muss man sagen, dass es immerhin 7 Teams einen Zuschauerschnitt von über 50.000 hatten in der letzten Saison. Dazu gehört auch der VfB Stuttgart, obwohl sie in der zweiten Liga waren. Das zeigt einfach, wie krass die deutschen Fans sind, beziehungsweise vor allem die Stuttgarter Fans, die ihr Team auch in der zweiten Liga gnadenlos unterstützt haben und bedingungslos, was man ja auch sagen muss. Sie sind Meister geworden, aber es gab auch schwierige Zeiten, wie für jedes Team in der zweiten Bundesliga. Hannover 96, aus meiner Sicht natürlich wichtig, mit 34.000 in der zweiten Liga auch nicht so schlecht dabei. Allgemein eine sehr, sehr starke Auslastung teilweise in den Stadien. Die einzigen Stadien, die nicht wirklich ausgelastet waren in der Bundesliga, waren einmal das Olympiastadion, beziehungsweise das Stadion von Hannover 96, die HDI Arena. Freiburg beispielsweise, auch mit einer 100%igen Auslastung, sehr, sehr krass. Die Breisgau ja auch in der Euroleague und haben eine coole Saison gespielt. Dementsprechend nicht überraschend, dass das Stadion noch oft voll war. Auch wenn die Bundesliga weiterhin keine 13 Millionen Zuschauer hat, sondern nur 12,71 Millionen, wird das, denke ich mal, nächstes Jahr noch ein bisschen einfacher, an die 13 ranzukommen. Einfach aufgrund dessen, dass Hannover und Stuttgart wieder aufsteigen und die Stadien deutlich größer sind als der Audi Sportpark und das Stadion am Böllenfalltor oder das Merckstadion. Ja, ich denke dementsprechend, dass das schon relativ eindeutig werden wird nächstes Jahr und dass wir wieder einen Besucherrekord haben werden, und das ist geil und das pusht die Bundesliga und das zeigt, wie heftig die Fans in Deutschland einfach sind. Heftige Fans hat auch Huddersfield, ja, die sind ja aufgestiegen in die Premier League mit dem deutschen Coach David Wagner, und der hat im Interview gesagt, dass er sich auch einen Wechsel vorstellen könnte, beziehungsweise dass er über seinen Verbleib nicht genau Bescheid weiß. Ist er ein Kandidat für den BVB? Schreibt es mal in die Kommentare. An sich scheint der BVB ja seinen Trainer gefunden zu haben mit dem Ajax-Coach Bosch. Normalerweise war eigentlich von Feyenoord Giovanni van Bronckhorst im Gespräch, allerdings haben sie sich jetzt für einen anderen Niederländer entschieden. Ich bin gespannt, wer es werden würde. Ich würde Wagner persönlich nicht raten, zu Dortmund zu gehen. Ich würde ihm raten, in der Premier League weiterzumachen, weil er zu Huddersfield passt und weil die Menschen auf den Tribünen und die Spieler auf dem Platz ganz anders sind bei Dortmund und ich nicht weiß, ob er da so perfekt zurechtkommen würde, auch wenn er ja einen sehr ähnlichen Charakter hat wie Klopp. Aber gerade wegen dieser Freundschaft und Rivalität zu Klopp würde ich den eigentlich gerne mit Huddersfield in der Premier League sehen. Bosch könnte ich mir gut bei Dortmund vorstellen, ist ein guter Coach, ist vor allem ein Coach, der in Deutschland noch nicht so wirklich einen Namen hat und dementsprechend aus dem Nichts kommen könnte und dem BVB ganz, ganz große Erfolge bringen könnte. Vielleicht ja wieder sogar die Meisterschaft oder den Kampf um die Meisterschaft. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, beziehungsweise wen würdet ihr am liebsten beim BVB sehen? Lucien Favre wird es nicht, aber vielleicht habt ihr einen anderen Kandidaten, den ihr richtig gerne sehen würdet. Zu guter Letzt noch mein letztes Thema, beziehungsweise der letzte Punkt, und zwar geht es noch mal so ein bisschen um Transfers. Ihr habt nämlich gefragt zu meiner Meinung zu Anthony Brooks Wechsel zum VfW Wolfsburg von Hertha BSC. Hertha spielt nächstes Jahr Europa League, der VfW Wolfsburg ist gerade so durch die Relegation dem Abstieg entgangen und trotzdem wechselt einer der Spieler, der Erfolgsgarant war in der Defensive von Hertha zum VfL. Für eine kolportierte Ablösesumme von ungefähr 17 Millionen Euro ist natürlich eine Stange Geld und ich glaube, das ist der einzige Grund, das Geld. Und das haben auch alle festgestellt. Ich sehe keinen sportlichen Grund, warum Brooks zu Wolfsburg geht. Zumindest nicht in der aktuellen Saison, beziehungsweise in der kommenden Saison, ja. Weil Hertha wird international spielen. Die Frage ist, können sie sich so halten, auch mit der Doppelbelastung? Werden sie in Europa gut dastehen? Werden sie in der Bundesliga gut dastehen? Vielleicht hat Brooks das gesehen, dass Wolfsburg keine Doppelbelastung hat und dass die jetzt gerade mit dem talentierten Kader, den sie haben und auch mit dem Geld, was sie haben, wieder oben angreifen wollen. Vielleicht war das eine Perspektive, zusammen natürlich mit dem Faktor der Bezahlung beziehungsweise des Gehalts. Trotzdem für mich ein fragwürdiger Transfer, aber so ist der Fußball. Wir haben auch viele Spieler, die nach China gehen. Ich kann es verstehen, ich finde es in Ordnung. Allerdings glaube ich auch, dass bei Hertha definitiv mit Rekik oder mit irgendeinem anderen Innenverteidiger genug Qualität nachkommen wird, um Brooks zu ersetzen. Weil für mich ist Brooks zwar ein guter Innenverteidiger, aber auch nicht so gut, dass man ihn nicht ersetzen könnte. Von daher für Wolfsburg ein klasse Transfer, aber für Hertha im Endeffekt auch definitiv kein Genickbruch. Ein Genickbruch ist die große Frage, wird Maxi Philipp einer werden? Denn der möchte genauso wie Vincenzo Grifo, der ja zu Borussia Mönchengladbach gegangen ist, den Verein wohl verlassen, beziehungsweise wird ihn verlassen. Ist auch zu gut für Freiburg, sind wir ehrlich, auch wenn die Europa spielen.
Interessenten gibt es genug, vom BVB über Leipzig bis hin zu Hertha oder Hoffenheim. Ja, zuletzt war auch Werder Bremen, glaube ich, sogar kurzzeitig mal im Gespräch. Allerdings wäre das total sinnlos, weil die spielen ja nicht mal Europa League. Ich denke, dass der wahrscheinlichste Transfer eigentlich zu RB Leipzig ist. Natürlich ist der BVB auch ein großer Name, aber ganz ehrlich, wo soll der da spielen? Er ist ein gutes deutsches Talent. Ja, aber der BVB hat genug Talente, gerade in der Offensive. Und wenn Aubameyang geht, braucht man nicht einen Philipp holen, um den zu ersetzen, weil dafür hat er einfach nicht den Spielstil, ist auch gar nicht der Spielertyp und auch noch nicht die Qualität. Dementsprechend würde ich ihn lieber bei Leipzig sehen, die allgemein dafür bekannt sind, Talente aufzuwerten bzw. auszubilden, und die haben natürlich jetzt mit dem Abgang von Davy Selke auch Platz geschaffen in der Offensive, um so einen talentierten deutschen Spieler zu holen. Für mich würde er perfekt ins Leipziger Konzept passen, für mich würde er nicht gut nach Dortmund passen und für mich würde er auch zu den anderen Vereinen, wie ich gelesen habe, teilweise auf Facebook, teilweise auf Transfermarkt, teilweise einfach so im Internet. Ich finde, Leipzig ist am besten. Und da muss man auch die Hasskappe mal abnehmen, beziehungsweise die Hassbrille, und einfach mal sagen, Leipzig bildet die Spieler gut aus und für Philipp wäre es gerade wegen der Champions League auch ein extrem großer Karriereschritt. Oder einfach nicht. Ich bin gespannt auf eure Meinung, aber ich könnte ihn auf jeden Fall verstehen und ich hoffe persönlich, dass er zu Leipzig geht. Wird nicht günstig, ist ganz klar, aber ich denke mal, der U23-Nationalspieler, der auch beim Confed Cup dabei ist, wird definitiv eine Bereicherung für die Bundesliga bleiben. Das war's von der zweiten Episode von den MGT News, beziehungsweise dem Arbeitstitel MGT News. Wenn ihr einen coolen Namen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde weiter überlegen, aber mir ist bisher noch kein neuer eingefallen. Wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, 4% PS1 und Max auch gut haben mit dem Codemax Gaming TV, meine Social Media Links, mein Merchandise. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit der nächsten Episode der MGT News. Bis dann, wunderschönen Tag noch, passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.